Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video rund um GTA Online, denn heute zeige ich euch einen krassen Outfit-Glitch und zwar zeige ich euch, wie ihr das Sanitäter-Outfit abspeichern könnt und das wirklich mega leicht. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, Leute, würde ich euch ja schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen. Und außerdem, Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Informationen rund um GTA Online wie diesen Outfit-Glitch. Deswegen wäre das auch ein bisschen schade, ne? Also ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch müsst ihr euch einen Job markieren. Die Jobs sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt, damit ihr euch markieren könnt. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch kurz unterstützt. Und außerdem, Leute, müsst ihr bei Ammunation ein Ausrüstungsteil kaufen. Genauer gesagt, dieses LCD-Kopfhörer. Ganz wichtig, Leute, dass ihr den gekauft habt und verfügbar habt bei Ausrüstung. Habt ihr das Ganze, Leute? Würde ich sagen, können wir doch direkt starten. Als erstes, Leute, seid jetzt einfach in GTA Online drinne. Seid ihr in GTA Online drinne, könnt ihr jetzt diesen Job starten. Aber Leute, hier muss man auch betonen, für die jeweiligen Farben, grün und blau, die natürlich in der Videobeschreibung verlinkt sind, gibt es jeweils zwei Varianten von der Farbe. Einmal so gesehen diese T-Shirt-Variante und einmal die Pullover-Variante. Beide Varianten haben etwas Besonderes, deswegen, ne, je nachdem, welche Variante ihr haben wollt von diesem Sanitäter-Outfit, muss euer Freund diesen Job starten. Gut, in meinem Fall habe ich jetzt einfach den Job selber gehostet. Gut, ist euer Freund jetzt mit in den Job reingejoint, startet jetzt einfach diesen Job. Ihr werdet in den Job auf dem Flugzeugträger gespawnt und auf einmal mit den Sanitäter-Outfits. Und was müsst ihr jetzt machen, Leute? Naja, ihr öffnet jetzt das Interaktionsmenü, geht auf Stil, geht auf Accessoires und bei Ausrüstung, Leute, nur einmal die linke Pfeiltaste drücken. Denn dadurch kommt dieses LCD-Kopfhörer. Und ihr seht das auch auf eurem Charakter, dass es jetzt hier am Ohr anhat. Und wenn er das hat, Leute, schließt das Interaktionsmenü und geht jetzt hier auf Sandy, geht auf Jobmenü, drückt jetzt die Viereck-Taste und bestätigt, dass ihr den Job verlassen möchtet. Und kurze Zeit später, Leute, werdet ihr in GTA Online gespawnt. Seid ihr in GTA Online gespawnt, Leute, müsst ihr jetzt einfach zum Outfit-Laden, zu eurem Apartment oder auch zur Ammunition und speichert das Outfit einfach ab. Und so einfach war es schon und das war schon die ganze Magie hinter diesem Glitch. Also Leute, wenn euch dieses kleine Outfit-Glitch-Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Aber ich bin raus, Leute, euer Bombard. Ciao.